Frank Schätzing beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Auswirkungen des Klimawandels. Was, wenn wir einfach die Welt retten, ist sein zweites Sachbuch ein Realität gewordener Öko-Thriller. Sie zählen am Anfang Ihres Buches verschiedene Schreckensszenarien auf. Gegenwärtige, wie die Klimakrise, die Pandemie, die Digitalisierung, Terror. Krieg kommt immer nur als Sache der Vergangenheit vor. Das ist ja jetzt passé, ne? Das ist jetzt passé. Ja, wir sind, wie Annalena Baerbock gesagt hat, in einer neuen Welt aufgewacht. Und aber es ist bemerkenswert zu sehen, wie die freie Welt zusammensteht. Also ich habe das lange nicht mehr erlebt, dass so viel Konsens herrscht, auch über die Dissensparteien hinweg, die sich normalerweise immer gleich an den Kragen gehen. Und ich bin ja eine kölsche Jung und zwar nicht naiv, aber trotzdem positiv und optimistisch, dass Putin mittelfristig nicht gewinnen kann. Spätestens seit seinem Bestseller Der Schwarm gilt Schätzing als Visionär, dessen Szenarien der Realität oft erschreckend nahe kommen. Er will seine Leser wachrütteln, schockieren sogar. Schonungslos und sehr ehrlich. Mir ging es ja bei der Aufstellung der Katastrophen nur darum, zu zeigen, warum wir uns so schlecht auf ein Phänomen wie den Klimawandel vorbereiten können, weil wir ja nicht multikatastrophenfähig sind. Wir werden eben mit so vielen potenziellen Katastrophen jeden Tag beschickt, dass wir natürlich das auch gar nicht verkraften können. Jetzt in dieser neuen Bedrohungslage, mit diesem neuen Szenario, wo wir im Moment alle noch nicht wissen, wohin das führt, ist die Welt da noch zu retten? Die Welt ist immer zu retten. Denn wir müssen ja sehen, wir haben sie, anders gesagt, wir bringen sie mit schöner Regelmäßigkeit an den Rand des Abgrunds. Aber wenn wir das sind, dann haben wir auch die Hoheit, sie wieder davon wegzubringen. Wir haben die Einflussmöglichkeiten, wir haben die Macht. Das sind ja keine höheren Mächte, die uns zum Nichtstun verdammen. Aber es erfordert immer radikale und drastische Schritte. Sie sagen Wissen, das ist etwas, das uns Kontrolle und Souveränität gibt. Die Wunderpille sei Wissen gegen fragwürdige Ideologien. Wissen erzeuge Zuversicht. Kommen wir jetzt also zum Klimawandel. Welche Tatsachen zu wissen, welche Zusammenhänge zu verstehen, hilft am meisten in Bezug auf den Klimawandel? Wenn man den Klimawandel einigermaßen verstanden hat, wenn man vor allen Dingen versteht, wo der Unterschied zwischen natürlichem Klimawandel und menschengemachtem Klimawandel liegt, also welchen Einfluss wir nehmen, dann wissen wir auch, was wir tun müssen, um diese Entwicklung wieder rückgängig zu machen oder zumindest zu dämpfen. Und solange wir das nicht wissen, wenn wir über eine Bedrohung keine Kenntnis haben, dann wissen wir auch nicht, wie wir ihr begegnen können. Darum ist Wissen so wichtig. Aus diesem Wissen, was Sie angesammelt und recherchiert haben, welche sind die drängendsten nächsten Schritte, die uns eigentlich in diesem Schlüsseljahrzehnt noch gelingen müssen, weil dann ist es ja eh schon zu spät? Naja, der dringendste und wichtigste Schritt ist, dass wir 2030 eine Vollversorgung durch erneuerbare Energien haben. Denn das 1,5 Grad respektive maximal 2 Grad Ziel, das in Paris 2015 verabschiedet wurde, ist ja nicht ganz aus der Luft gegriffen. Es ist so, wir haben diese physikalischen Kipppunkte. Ein Kipppunkt ist der Punkt, an dem ein System umkippt und dann in einen völlig neuen Zustand gerät, der nicht mehr reversibel ist, nicht mehr reparierbar ist. Und das ist das, was wir alle befürchten bei Systemen wie dem Regenwald, bei den Gletschern, bei der Arktis, Grönland, den Meeresströmen und Golfstrom. Wenn wir über 2 Grad Erderwärmung kommen, dann laufen wir Gefahr, dass wir die Kontrolle verlieren und dann gibt es eine Eskalationsspirale, dann werden in sehr rascher Folge sehr viele dieser Systeme kippen. Und das führt dann dazu, dass wir sehr schnell 3, 4 oder 5 Grad haben. Absurderweise muss man ja sagen, ist die derzeitige Krise, die Ukraine-Krise, könnte ja sogar ein Beschleuniger sein, dass man sagt, man kann sich nicht länger von Öl und Gas aus einem Land abhängig machen, in dem ein Größenwahnsinniger regiert. Bis 2030 müssten wir auf erneuerbare Energien umsteigen. Theoretisch machbar. Möglichkeiten gibt es genug. Nicht nur die Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft. Jeder Einzelne kann dazu beitragen. Wir müssen es nur wollen. Es ist ja so, jede Nachrichtensprecherin, Nachrichtensprecher beginnt die Sendung mit guten Abend und braucht dann eine Viertelstunde, um Ihnen zu erklären, dass es kein guter Abend ist. Weil überall auf der Welt irgendwas schief geht. Wir können also eigentlich froh sein, dass die Science-Fiction-Autoren Unrecht hatten, weil sonst würden wir schon in einer galaktischen Föderation leben und müssen uns jeden Abend auch noch die Probleme von Mars und Venus reinziehen. Das heißt, wir sind davon natürlich absolut überfordert. Und klar, ich bin ein Optimist.
Und Optimisten haben auch sicherlich genauso oft Unrecht wie Pessimisten. Wir haben aber wesentlich mehr Spaß dabei. Und ich glaube, dass man mit schlechter Laune und Pessimismus und einer fatalistischen Haltung nicht die Welt verbessern kann. Ich glaube, dafür braucht es Aufbruchswillen, dafür braucht es eine gewisse Kraft und die zieht man aus einer optimistischen Haltung. Also wir können agieren, wir können was tun, der Werkzeugkasten ist gut gefüllt, wir müssen es nur machen. Aber jetzt gerade denke ich ehrlich gesagt selten über Klimawandel nach. Gerade denke ich über andere Dinge nach. Ja, ja, klar, wie, glaube ich, jeder. Ne? Das heißt, es steht wieder etwas anderes im Raum. Und darum fand ich das gerade so gut, dass Habeck eben auch gesagt hat, jetzt lass uns doch mal versuchen, diese beiden Krisen zusammenzulegen und zu sehen, okay, es ist ja letzten Endes doch alles, es ist eine große globale Gesamtkrise und das sind verschiedene Facetten davon. Und wie können wir es jetzt schaffen, das Ukraine-Problem in den Griff zu bekommen und daraus ableitend gleichzeitig die Energieversorgung mitzunehmen. Ja, genau. Alles Gute klar. Wünsche ich Ihnen. Alles Gute. Ne? Ja, danke. Tschüss. Tschüss.